Willkommen zu einem Do-It-Yourself-Vlog. Marbacher TV. Der moderne Großstadt-Mensch mit Behinderung hat vor allem im Winter einige Schwierigkeiten, auf die er trifft. Das wäre zum einen Winter draußen. Kalt, dickes Gewand. Schnee in der Wohnung. Scheiße. Winter drinnen. Warm, gemütlich. Schön. Super. Was aber, wenn warm ausfällt? Sprich, die Heizung geht nicht mehr. Dann hat der moderne Großstadtbehinderte drei Möglichkeiten. Erstens, er ist finanziell so gut ausgestattet, dass er für jeden Scheiß einen Handwerker ruft. Oder, zweitens, bei der Auswahl seiner Assistenten achtet er darauf, dass es technisch hochversierte und handwerklich extrem begabte Assistenten sind. Was total legitim ist, denn wäre der moderne Großstadtbehinderte nicht behindert, könnte er das vielleicht selbst machen. Ergo, im Sinne der Assistenz, ist es legitim, dass man solche Assistenten nimmt, die auch diese Dinge können. Sprich, Bilder annageln oder Glühbirnen austauschen, ohne sich dabei zu elektrifizieren. Die dritte Möglichkeit wäre, der moderne Großstadtbehinderte ist selbst technisch extrem versiert und verfügt über Assistenten, die auf Punkt und Komma exakte Anweisungen befolgen können. Ähnlich wie ein Schweizer Uhrwerk. Präzise, genau. Ich für meinen Teil bin Letzterer. Habe ein technisch unglaubliches Verständnis und habe präzise Schweizer Uhrwerke als Assistenten. Sie können auf den Millimeter genau das tun, was ich Ihnen sage, wie ich sage, wann ich sage. Großartig. Perfekt ist das Ganze, wenn diese Assistenten, ob ihre Aufgabe die bevorsteht, leichtes Panikgefühl haben, weil, was wenn was kaputt geht? Natürlich als Assistenznehmer sagt man dann, keine Sorge, passt alles. Ja, und ohne größere Umschweife gehen wir jetzt ins Do-It-Yourself. Wir machen einen, und das habe ich aus YouTube, ein Heizkörperzäpfchen wieder gangbar. Sprich, man dreht den Heizkörper auf und es funktioniert nichts. Es kommt kein Pssst und es wird nicht warm. Also, Heizkörper-Thermostat abschrauben, da drin ist ein kleines Zipferl, Stiftchen wäre ein gutes Wort, was draußen reingehen muss. Und das werden wir jetzt wieder gangbar machen. Und dazu möchte ich euch meine Assistentin des Tages vorstellen, die das machen wird. Genau, eine Frau, technisch hochbegabt, schaut einfach zu und lernt etwas. Das ist Raffaela. Hallo Raffaela. Hallo. Was haben wir für Werkzeug? Okay. Das ist eine... Wie heißt das nochmal? Gar nicht. Okay, wir wissen zwei nicht genau. Eine Zange und eine Rohrzange, glaube ich. Genau. Gut. Also, der Patient ist dieses Thermostat hier. Und wir müssen jetzt das Thermostat auf die 5 drehen. Also ganz aufdrehen, damit wir es abschrauben können. Passt genau. So, gut, du nimmst die Schraubenschlüssel. Wir haben zuvor natürlich auf YouTube geschaut, wie man es macht. Und du schraubst jetzt ganz vorsichtig ein bisschen mal locker. Genau, sobald man das bewegen kann, kann man es mit der Hand abschrauben. Sehr gut. Da haben wir jetzt genau das Problem. Das Zäpfchen ist ganz drinnen, gell? Ja. Kannst du probieren mit der Zange? Ah,
Auf YouTube ist nämlich nicht gestanden, was man, wie man das macht, wenn das drinnen ist. Das kann man nicht drucken, gell? Nein. Vielleicht soll ich den versuchen, oder? Ich glaube, wenn man das aufschreibt, ist nicht gut. Ah, so schau's. Man kann es gar nicht angreifen. Nein. Und drücken geht auch nichts. Die haben nämlich nicht gesagt, was man tut, wenn es drinnen ist. Und egal wie es probierst mit der Zange, da kommst du nicht rein. Mit der Spitze vielleicht. Das ist ganz flach zubehalzt. Lass das. Dann, wenn eine Gabel, weil das ist eine kleine Spitze, dann probier es einfach ein bisschen so einrütteln. Mhm. Dass der das mal drauf klopft, vielleicht so hupft es dann raus. Wie meinst du jetzt genau? Einfach draufdrucken auf die Spitze. Vielleicht kann man es einrütteln ein bisschen. Mhm. Jetzt muss ich nur einen halben Millimeter geben. Also so, zack, 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 zack. Nicht mit Gewalt, einfach mal rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ich muss mit dem was essen. Sehr ein Scherz. Warum sagt dieser YouTube-Kanal, dass das drinnen sein kann? Kalt ist er, oder? Mhm. Das nochmal aufgeschrauben. Du haben wir zu dran, also auf dran, mal zu dran. Mhm. Und schraub's jetzt einmal runter. Ah, jetzt ist es aber da, gell? Aber bewegen kann man es auch nicht. Na, aber ein bisschen was ist da. Ah, aber es bewegt sich. Ja, ja. Genau, jetzt einfach reindrücken, oder? Ja. Okay, und außer geht's ja nicht mehr weiter, oder? Nein. Okay, dann schraub's wieder ab. Wird's warm? Mm-mm. Na, warte mal ein bisschen vielleicht. Und? Na. Okay, das ist auf 5 und dann schraubst du es nochmal runter. So wie es gehört. Mhm. So, es ist zumindest da. Das Zipfel, aber es bewegt sich kaum, oder? Na. Okay, dann da ein bisschen ziehen und... Rausziehen darf man sie nicht, oder? Probier's. Bisschen.
Ja, glaube ich, geht gar nicht als zweit. Nein. Also. Du musst einfach raussagen und raussagen. Bis es ganz leicht geht, ich denke, dass das. Ja, es wird wärmer. Okay. Now we are talking. Ja. Okay. Dann schraubst du noch auf. Fest genug. Passt, ist warm. Heiß. Ja, sehr gut. Ja, das war's bei einem Do-It-Yourself-Vlog von Marbacher TV. Ihr habt gesehen, wie man in der kalten Zeit den Heizkörper wieder reparieren kann. Wichtig sind richtige Werkzeug, richtigen Assistenten und dann kann jeder Behinderte sein eigenes Heim wieder warm und kuschelig machen. In diesem Sinne, ein warmes, kuscheliges, schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche. Baba und abonnieren nicht vergessen, gell? Ciao.